Na, nicht wegschicken. Lieber das Geld in die Hand nehmen und uns überweisen, aber zackig, sonst fahren wir noch ganz andere Geschütze auf, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Pizza Connection 2. Stinkbomben noch kostenlos. Dann mal drei Ratten in der Hoffnung, die werden nicht abgefangen. Und wir machen mal eben Bewertung. Ja, Personal könnte besser sein, weiß ich zum Beispiel. Dann machen wir mal eben hier weiter. Werden aber gleich mal gucken, wie die Kuriere da loslegen. Oh Gott. Schwachstelle. Das Gesundheitsamt könnte uns unsere wundervollen Einflusskreise verkleinern. Also es macht das Amt jetzt nicht selbst direkt, aber... Es wird sich halt rumsprechen, wenn unser Haus da irgendwas hat. Ob jetzt Dreckstall oder... Was ist denn mit ihr los? Oder zum Beispiel Ungeziefer. Oder schlecht bezahltes Personal via Geizhälse. Es wird sich halt rumsprechen. Da haben wir nicht mehr so einen großen Einfluss. Die müssen ja ziemlich weit weg. Ziemlich lang laufen von der U-Bahn aus. Deswegen können wir uns hier noch etwas aufhalten. Jump, jump, jump. Na komm schon. Irgendwas mit Tisch habe ich verstanden. Oh. Ah, er hat gesetzt. Sie zwei haben nicht. Die Mission erfüllt. Jawoll, 100.000 aufs Konto. Das ging aber fix. Hat kein Dreivierteltag gedauert. Muah. Geilo. Praktisch eine Bombe geschenkt bekommen. Ratte und Holzwurm. Der Holzwurm. Das war ich aber nicht. Hä? Hat man uns da was Falsches in den in den Karton getan? Oder kommt das vom Gegner? Moment. Kann ich die noch abgreifen? Von wem sind die? Geht hier einer runter? Der Orange, ne? Moment. Nein, du nicht. Der hat das wirklich mitgenutzt. Der hat da wirklich einen Holzwurm reingesetzt. Der Schlingel. Ach, herrje. Na, wie sieht's aus mit Schutzgeld, Eine Ratte und ein Holzwurm. Mampf, Mampf, Mampf. Plastikstuhl. Jam, jam, jam. Ach nee, Tisch. Und schickt er schon einen Kammerjäger oder macht er gleich dicht? Ach, da ist er schon. Gucken, ob er sich den leisten kann. Den ganz guten. Aber eigentlich ja, ne? 1,3 und er bloß 186.000. Er wird aber von uns ganz in Ruhe gelassen, weil weit weg von den Filialen. Und hier haben wir schon richtig zugesetzt. Da haben wir gut Geld investiert. Aha, wo geht denn der hin? Völlig falsche Richtung. Ich glaube, das ist der Einfache. Ich glaube, der macht bald zu. Ich könnte es mir wirklich einfacher machen und wirklich komplett darauf setzen, dass der Gegner, dass die Gegner... Nein, nicht Ratte, du blöde Ratte, du. Das war keine schlaue Ratte. Und dass die Gegner dicht machen, wäre, glaube ich, einfacher und schneller. Aber wir versuchen jetzt mal, das Ziel so zu erreichen, wie es ausgeschrieben ist. Könnte sich als schwierig erweisen. Wobei, der macht so schnell nicht zu, wie es scheint. Aber der hier, ich glaube, der steht kurz davor. Er zahlt ja eh gerade kein Schutzgeld, insofern. Ja, Stadtkapital bisher für New York. Okay, alles klar. Was, wenn ich vorher die Mission beende, indem ich alles schaffe? Alle Gegner schaffe, bekommen wir dann bloß das Stadtkapital, was wir in der Zwischenzeit erwirtschaftet haben? Stellt mal vor, wir hätten das gar nicht angegangen. Dann hätten wir hier null stehen, das kann ich mir nicht vorstellen. So, die Bewertung. Der Holzum ist weg. Ja.
42 Bewertung. Überleg's dir anders, sonst kriegst du eine Stinkbombe. Kakerlaken vermehren sich, aber die kosten auch verdammt viel. Und nur eine Kakerlake lohnt sich dann nicht, weil wenn die abgewehrt wird, ich mache wieder drei. Eins, zwei, drei. Dann heulen wir nochmal an. Damit wir 10 im Hauptquartier haben. Personal fast fertig. Gut, 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 gut. Setzt er wirklich noch zwei dumme, ein Gedanke, ein Holzwurm mit rein? Kommt da wieder einer an bei ihm? Nee, er schickt gerade niemanden. Aber das hat wunderbar gepasst. Der Abstand ist mir eigentlich zu groß zwischen denen. Da muss ich noch schneller klicken. Oh nein! Oh nein! Das war ja mal ein Schuss in den Ofen. Aber ich hoffe, er weiß, von wem das kommt. Also zahl endlich, du Arsch. Zum Glück habe ich nicht die Kakerlaken reingeschickt. Und deswegen will ich einfach immer die Wachen ablenken, indem ich einen Schläger reinschicke. Und ganz nebenbei vergrault er gerade alle, die anwesend sind. Das ist schon sehr geil. So, Personal wieder fertig. Ja, Ausbildung und dann langsamer. Dann wird nicht bedient. Die Filiale ist proppenvoll und das Personal ist ja echt nicht ganz auf der Höhe. Das ist mir bewusst. Okay, dann werde ich hier doch lieber so ausbilden, dass hier nicht die Leute abhanden kommen. Dann müsst ihr aber auch mal... schon fertig. Gut, fangen wir gleich mal an. Die sind ja eh gleich fertig mit ihrer Schicht. Da rennen sie alle raus. Überwiegend junge Gäste. Die Kinder oder die Teenager. So eine Gehaltszahlung ist was, was die sofort registrieren. Die Leute, aber so eine Ausbildung muss halt laufen und wenn sie besser werden, erst dann wird sich hier unten was verändern. Deswegen sind wir jetzt komplett aus dem Roten raus. Wir sehen es ja manchmal, wenn ich Gehalt anhebe, dann gibt es manchmal eine Verschiebung, farblich gesehen. Weil das Gehalt wird sofort registriert. So eine Ausbildung muss halt erstmal laufen, bis da wirklich eine Verbesserung eintritt. Geht das nun mal über die Zeit. So, Managerei auf Höchstmaß. Können wir hier wieder anziehen? Ah, 102 nur, aber immerhin 1%. Er hat noch nicht wieder angefangen zu zahlen, der Schlingel. Hier war auch Mitternacht zu, ne? Ah, können wir noch nicht, haben wir erst. Und hier wird ja noch gewerkelt. Oder wieder. Nun gut. Die 10.000 haben wir schon mal, so ein Viertel haben wir. Oh. Er zahlt sogar mehr. Seit 37 Stunden. Sehr, sehr löblich. Oh. Gefahrprüfung 0%, haben wir ein Glück. Ja gut, die Schwachstellen, die sind jetzt auch überwiegend weg. Aber trotzdem. Ach, wie es hier aussieht. Hier war es mal proppenvoll. Ja, Gesundheitsamt. Die Sauberkeit wird stimmen. So schlimm sieht sie nicht aus, wie es bei den Leuten aussieht. Naja. Nicht krank, aber auch nicht so gut. Wir könnten ja dafür sorgen, dass die langsamer arbeiten, indem wir die einfach bestechen.
dass der zum Beispiel Kacke kocht. 820, dann hat er so ein schönes Scheinchen-Symbol. Der kann gut kochen. Lieber die Geschwindigkeit 600. 600. Na, merkst du was? Du sollst lieber zahlen. 1300, der hat's ja echt. Aber zieht ganz schön was ab. Ja, 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 ja. Bearbeiten heißt einfach mit dem Schläger auf den Kopf hauen. Ach, der macht's nicht mehr lange. Obwohl hier so viele um ihn herum sind. Gott, alles voll. Das machen wir gerade ein Plus 33.000. 15.000 im Minus, weil auch noch fürs Personal die Ausbildung und die Kuren hinzukommen. 7.500. Und hier nix, aber hier geht's ja gerade erst so richtig los. Wir haben viel zu viele im Lager stehen. Stand jetzt. Einer ist ja abgestellt, ne? Und der letzte hier. Können wir noch was ausbauen? Das Lager zum Beispiel. Das will ich mir noch offen halten für eine Mission. Im Hauptquartier könnten wir den Gangster endlich mal ausbilden. Gangster 54.000, ja. Ja, damit. So, jetzt sieht er, dass er eine bessere Wumme hat. Vielleicht überlegt er es sich bald. Oh, er wird ausgebildet. Nein. Gleich mal gegengesteuert. Immerhin ist er nicht blöd. Ah, mach langsamer, komm. Schieb mal einen Rücken. Ist aber auch ein schönes Symbol, wie ich finde. Vor allem, es sieht auch wirklich schön aus. So, ein paar grüne Scheinchen da. In dem Umschlag, den man bekommt. Ja. Gerne. Gerne doch. Oh, direkt ausgebildet. Na, es kostet ihn Geld und es wird ihn Wurm und vielleicht packt er da wirklich bald mal an. Jetzt werden die alle ausgebildet, aber schön, dass wir das auch sehen. Na. Bonjour. Letzter Besuch 91. Ja, hallo. 91, ja. 88. 70. Und 73. Da war ich schon elfmal, bei uns erst neunmal, aber die Haltung bei uns ist halt viel besser. Na komm, zahl doch. So, insgesamt hat er schon 9000 abgedrückt. Ja, er macht's alleine. Unser Konto voll. Sprengen. Ja, da müssen wir erstmal weiter Schutzgeld einfordern, weil wenn der für die alle weg ist, zum Beispiel die Grüne, haben wir da gar keine Chance mehr. In Konkurs, gut, das geht fast schon einher. Vor allen Dingen beim Grün. Und beim Schutzgeld sind wir gerade dran. Ausbilden. Hier wird ja 18 Uhr dicht gemacht und hier geht's ja bis Mitternacht, aber 15 Uhr. 15 Uhr ist hier die Stichzeit. Und hier habe ich es leicht verpasst. Mit 9 Uhr. Aber die Filiale kann das ab, weil die sind schon so gut. Die können das halbwegs abfangen. Auf jeden Fall viel besser abfangen als der Rest. Bitte noch besser servieren. Wie der flitzt. Freut sich jemand. Ja, wunderbar. Das scheint, dass wir was richtig machen. Ich dachte, jetzt kommt ein Ding, ein Gangster rein, aber nein, es war bloß ein Yuppie. Wobei, die können auch gruselig sein.
mit ihren Bankgeschäften könnten uns ein falsches Geschäft andrehen und dann auch in den Ruin treiben. Oh. Naja. Freut er sich, dass er jetzt schon mehr bekommt. Mehr Leistungen im Sinne von Ausbildung und so. Hat er sich wohl gedacht. Ups, Entschuldigung. Gut. 156.000 auf der Homekante. Hier ist auch viel los. Kommen auch viele zu uns. Alle Filialen noch offen, die drei, die wir da haben? Wirst du das echt nicht überlegen? Dein Einflusskreis ist so mickrig geworden. Und wir könnten ja mal wieder ran. Das ist ja auch neues Personal da, Köchin. Ich muss auf jeden Fall langsamer werden. Lieferservice, aber er trägt gerade Zutaten. Wie wird das Personal bewertet? Das ist ja böse. Die Speisekarte wird aber gar nicht so verkehrt bewertet. Die Preise sind ja recht human. Für die Kinder und Teenager. Bei uns nicht so. Aber dafür überzeugen wir mit anderen Werten. Wenn auch noch nicht so gut wie vielleicht gedacht. Aber das kommt schon noch. Da stehen wir jetzt bei knapp 13.000. Wird gerade irgendwo was gebaut, was hier los ist. Zumindest nichts in unserer direkten Umgebung. Umsatz 1,34, 1,13. Da wird jemand bald überholt. Schießerei. Bombe. 100.000. Nein, noch nicht. Was sind hier alles drin? Zwei Wachen, 3 und 3. 3, 4 und 4. Ah, die Werte sind ziemlich ähnlich. Bloß bei Wache unterscheiden die sich aber. Klar, er hat mehr zu tun. Keine Frage. Moment, ist hier wieder Personal dabei? Ist gerade in Bearbeitung. Und du? Okay. 16 Uhr, wir können wieder. Hoppala, was ist denn jetzt los? Feucht. Hier sieht es mit dem Personal schon mal wieder ganz anders aus von der Bewertung her. Die Filiale haben wir auch schon länger als unten. Die eine da. Die eine da, die hat schon einen richtigen Namen. Weil das hier ist ja Mona Lisa. Ich muss da gleich mal gucken. Und jetzt mache ich erstmal das hier fertig, was ich angefangen habe. Das ist immerhin entscheidende Zeit, bis die wieder anfangen mit ihrer Schicht. Sollten die so fast schon wieder fertig sein mit ihrer Ausbildung und Kur. Her. Da ist schon, dann hier noch. Nimm das. Die nicht und du noch. Oh. Dann du halt nicht. Gut. La Barça immer noch. Alles klar. Muss ich mir noch was überlegen. Der Name soll weg. Ziemlich ausgeglichen von seinen Werten her. Gibt's wieder 100.000? Bin schon gespannt. Was gibt's denn? 5-mal außer Haus? 5 Stinkbomben kostenlos? Nee. Habe ich noch genug. Habe meine letzten noch gar nicht aufgebraucht. Und ja, Stinkbomben sind alles andere als schlecht. Aber die können wir uns auch einfach mal so leisten, wenn wir wollen. Da warten wir lieber auf ein besseres Angebot. Vielleicht Lager ausbauen und Lager kostenlos dafür kaufen. Das wäre nicht verkehrt. Das wäre ganz nach meinen Vorstellungen. Sie haben ein neues Missionsangebot erhalten.
Das da wäre, statt weiter Werbung von 45, Hauptlieferant 10% billiger, nein danke. Und damit bis zum nächsten Mal, macht's gut. 200.000, und ciao, tschüss.